Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point und unserem Kampf hier im Pandora-Bau. Der lief überraschend gut, muss ich sagen, für diesen Rookie-Trupp, mit dem wir hier am Start sind, bis zur letzten Runde. Dann haben wir Besuch bekommen, hier von diesem Vieh, wo ist es? Kann ich es hier anklicken im Feuer? Sirenen-Helion, und der hat es hier geschafft, durch diese Steine durch, die Gedankenkontrolle zu übernehmen, die Geisteskontrolle von Synestra. Ja, bisschen ein Problem. Wir haben ihm jetzt hier hinten ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht. Ob das was nützt, wird sich zeigen. Zumindest ist es ja, glaube ich, so, wenn er sich bewegt, nimmt er zusätzlichen Schaden. Und was ebenfalls der Fall ist, wo ich jetzt sehr gespannt bin, ist, dass wir während Synestra unter Geisteskontrolle war, ein, zwei Aliens getötet haben und dann bekommt sie auch Willenspunkteverlust dadurch, weil sie jetzt quasi auf der anderen Seite ist. Und sie steht jetzt bei 0 Willenskraftpunkten. Ich weiß nicht, ob sie dadurch in Panik gerät oder ob das nicht passieren kann, solange sie unter Gedankenkontrolle ist. Das kann natürlich auch sein. Nun denn, ich würde sagen, gehen wir es an. Ich habe mir einen Pulli angezogen, ich habe mir einen Kaffee geholt. Und jetzt bin ich bereit für alles, was da kommen mag. Wir bringen Simon mal hier in Deckung, denn ja, sie kann ja jetzt auf uns schießen. Und wir bringen vielleicht ja auch Crossmayan hier um die Ecke. Und dann schauen wir mal. Ich habe Sandrina hier oben schon in Stellung gebracht. Eventuell können wir da in der nächsten Runde gegen die Sirene vorgehen, weil wir müssen natürlich schnellstmöglich diese Gedankenkontrolle wegbekommen. Zug beenden. So, jetzt haben wir die Sicht auch auf sie verloren. Oh. Da wirft die doch einfach eine Granate nach unserer Killerbraut. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Okay, sie steht aber immer noch hier. Das heißt, wir probieren das jetzt, was ich gesagt habe. Wir sprinten hier mal hin. Das ist eine volle Deckung. Und jetzt müssen wir das Vieh sehen. Da ist es. Okay, hat sich nicht bewegt. Wahrscheinlich ist die KI clever genug, das nicht zu tun im Feuer. Dann, aber jetzt kriegt sie natürlich Druck. Und hier ist der Kopf. Hier ist der Kopf. 36 und 20 Säure. Schauen wir mal, ob die Säure auf den Kopf ging. Ja. Sehr gut. 78. Hier habe ich nichts mehr, oder? Kann ich irgendwas drüber werfen? Keine weitere Granate mehr. Moment. Der Thorsten wird hier, glaube ich, zum Game Changer. Hier. Da gehen wir hin. Ja, alles egal. Weiter geht's. Vollkommen. Was sind das denn? Das sind diese komischen stationären Teile. Was können die denn machen? Psychischer Schrei. Willenskraft aller feindlichen Einheiten innerhalb einer begrenzten Reichweite. Und die begrenzte Reichweite ist das, was hier leuchtet, oder? Jetzt stehen wir da drin. Ha, nö. Da stehen wir nicht drin. Also ist uns das Ding egal. Aber was uns nicht egal ist, ist Lasermatrix. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier den Kopf finde. Ha, da ist er. Das müsste es gewesen sein. Jawohl. Jawohl, sehr stark. Okay, und dann rücken wir hier noch vor. Dann können wir in der nächsten Runde die Artillerie hier befeuern. Wie viel hat der noch? Drei. Na gut, der hat, glaube ich, 15 Schuss. Genau. Und 6 davon hat er raus. Also der kann noch 3 Runden lang schießen. Wir sollten also
hier ein bisschen Gas geben, aber durch Virusschaden. Und er hat, glaube ich, nur noch 10 Willenspunkte. Eventuell schießt er nur noch einmal. Wenn es gut läuft, schießt er nur noch einmal. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Achso, genau. Sinestra ist ja jetzt nicht mehr unter Gedankenkontrolle. Das heißt, wir können hier auch vorrücken wieder. An ihr vorbei. Was wir natürlich aufpassen müssen, ist, er hat nach wie vor, auch wenn er jetzt keinen Kopf mehr hat, er hat natürlich nach wie vor noch... Ah, shit, das war jetzt gefährlich, was ich gemacht habe, ne? Er hat natürlich nach wie vor noch seine Nahkampffähigkeiten. Shit. Okay, jetzt habe ich Crossmayan hier ziemlich gefährlich hingestellt. Den rücken wir hier mal. Das ist nur ein Ei, okay. Wen haben wir hier noch? Falkos und hier drüben ist Johannes. Johannes ziehen wir auch vor. Ich denke, wir gehen jetzt hier oben mit Johannes und Simon. Gehen wir hier, das Ei können wir nächste Runde noch wegmachen. Was ist das? Ein Säurewurm. Und dann gehen wir hier rum in Richtung Kammer. Und Falkos. Ja, Falkos ziehen wir einfach nach. Und ich denke, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Zug beenden. Jetzt bin ich echt gespannt, was die Sirene jetzt macht. Oh, da oben ist Besuch. Und er schießt, genau, dass er nochmal Würmer schießt, war klar. Oh, zwei davon fallen dabei ins Loch. Also wir haben es nur mit... Oh, jetzt bewegt es. Und, boah, Zusatzschaden. Schwanz kaputt. Das heißt... Wow. Wow, also... Schwanz kaputt heißt doch eigentlich, dass die Bewegungsreichweite extrem reduziert ist, oder? Sie bewegt sich doch über den Schwanz und dafür konntest du jetzt aber doch noch ganz schön weit. Wir gucken sie uns mal an. Schwanz deaktiviert. Willenspunkte 3 von 6. ja, und die Säure hat sich natürlich hier komplett durchgefressen. Rüstung weg, wisst ihr was? Das nenne ich jetzt aber auch irgendwie mal Karma, oder? Sinestra darf das Ganze beenden. Haha. Jawohl, dadurch bekommt sie direkt wieder Willenspunkte. Und was haben wir hier hinten? Der ist in Panik, der Kamerad. Dann können wir das ja aggressiv angehen hier. Einmal hier hin. So, Wurfarm deaktiviert. Dann haben wir den zweiten hier drüben. Johannes. Ja, kriege ich jetzt nicht in Position, aber nächste Runde. Der ist in Panik, der rennt ja erstmal weg. Das heißt, wir können uns ruhig da vorne hinstellen. Der macht nichts. Gut. Hier kam Besuch, ne? Kommt der hier drüber? Kann der hier... Ich glaube, das ist hier relativ... Wo kam der denn jetzt? Ach, der ist hier gespawnt wahrscheinlich, ne? Eigentlich wollte ich jetzt die Artillerie angreifen. Bilderstürmer. Bringen wir Sandrina mal hier hoch. Ja, ich kriege hier keinen Schuss auf die Eier. Da hinten möchte ich auch nicht drauf schießen. Nee, das gefällt mir alles nicht. Dann gehen wir hier hinten hin. Für die nächste Runde können wir dann auf die Eier schießen, mit Sicherheit. So, Grossmayern. Probieren
probieren wir unser Glück. Oh, hier kriegen wir eine Eierkapsel. Und da ist der... Komm, wir probieren einfach mal. 13 Schaden. Ich meine, komm, wo ist denn der Wurm hin eigentlich? Da ist einer, ne? Da. Das ist der einzige Wurm, der ankam. 55. Probieren wir mit Falkos mit der Pistole. Gut. Ja, komm, müssen wir dem da hinten geben. Ich vermute mal, wir haben hier ein extrem bescheidenes Schussfenster. Ah, wenn er ein bisschen zuckt. Warte mal, eben ging er. Jetzt. Ah, schön, wie er sich rauslehnt. Gut. Das sollte reichen. 16, 20 Bluten. Feierabend. Und dann können wir mit Thorsten doch hier drauf gehen. So, und jetzt hat er 11 Virusschaden und müsste nach meinem Verständnis in Panik geraten. Schauen wir mal. Der stirbt. Der ist in Panik. Läuft hier hinten weg. Den können wir uns jetzt holen und... Das Vieh ist ebenfalls in Panik. Und wir sind dran. Ja, wunderbar. Dann... nimmt der Johannes erstmal ihn jetzt weg. Und dann... ja, komm. Dann lass uns da noch hinstellen. Holen wir uns in der nächsten Runde auch noch das Ei. Was? Warum nicht? Warum nicht? Schaden, Erfahrenspunkte und so weiter. So, und dann machen wir hier einen Sprint, dass wir an die Eier rankommen. Und Sandrina kommt da schon ran. Einmal. Zweimal, nicht ganz. So, Sinestra, einfach nur sprinten. Oh. Gut. Wenn das der kürzeste Weg ist, soll es mir recht sein. Thorsten. Wir gehen hier jetzt hinterher und geben ihm jetzt den Rest, oder? Oh, nee. Oh, shit. Jetzt habe ich mich natürlich so gestellt, dass ich ihn nicht treffen kann. Ihr bis. Okay, Hinterleib kaputt. Also selbst wenn er jetzt noch was macht. Also wenn er überlebt, aber schießen kann er nicht mehr. Und dann bringen wir die jetzt. Wir müssen diese Dinger, glaube ich, hier kaputt machen, ne? Wenn wir zu nah rankommen, dann aktivieren die sich. Das heißt, wenn wir Raketensprung. Let's try this. Kriegen wir hier noch einen Pistolenschuss auf die. Ne, da steht. Ha! Zielübung. Zielübung. Und dann haben wir Grossmayan. Bringen wir auch hier hin. So, würde ich sagen, gibt es nächste Runde auf die Kapseln hier und auf den ersten Terrorwächter. Der hat jetzt... Au. Oder haben wir einen im Rücken?
Okay. So, wie sieht's aus, Sandrina? Da hinten ist noch eine Eierkapsel. Und jetzt sieht's doch ganz gut aus, oder? So, jetzt fangen wir hier mal an. Schießen Säure drauf. Jetzt öffnet er sich. Das heißt, in der nächsten Runde macht er diesen komischen Schrei. Aber wir kriegen ja vielleicht hier schon jetzt Schaden drauf. Das Vieh stirbt in der nächsten Runde. Da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Wir kümmern uns darum. Falkos. Einmal schnelles Zielen. So, der erste weg. Nochmal schnelles Zielen. Und der zweite weg. Minus 50 Willenspunkte. Wie viel hat denn das Ding? Okay, jetzt noch 50. Ja, wir haben hier bis noch. Wo kam denn jetzt? Da war doch eben noch irgendwo ein Gegner. Hier hinter uns wieder. Ah, was ist denn das für einer? Eine Plage. Mit einem Granatwerfer nur 90 Trefferpunkte. Eigentlich ist das Ding ziemlich bescheiden. Wir gehen mal hier in die Deckung. Irbis kümmert sich um den Nachzügler. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sinestra, der macht jetzt, was macht er denn? Der macht jetzt diesen Schrei, oder? Aber der stört uns doch gar nicht. Wir stehen nicht im Bereich. Ich glaube, es passiert jetzt einfach gar nichts. Und hier machen wir das Ei kaputt und setzen uns dann auch in Bewegung auf die andere Seite. Hier bleiben wir stehen. Da sind in der nächsten Runde noch die beiden letzten Eikammern zu beschießen. Wir gucken mal, ich kann hier. 100. Einen haben wir noch. Das sollte klappen. Ja, kaputt. Und dann machen wir auch noch gleich noch den hier kaputt. Und dann müsste es das weitestgehend gewesen sein. Hier haben wir noch zweimal Eier. Das kann Simon jetzt machen. Einmal und zweimal. Und damit sind alle weg, oder? Ja. Damit sind alle Eier weg. Ja, wir können jetzt gegen den zweiten Wächter hier eröffnen, eigentlich. Thorsten. Wobei, stört er uns da hinten? Wir laufen hier außen entlang. Na gut, wir gucken mal. Komm, wir machen ihn weg. Warum nicht? Warum soll ich das Vieh stehen lassen? Jetzt aktiviert er sich auch. Aber solange wir nicht in seinem Einzugsbereich stehen, ist das ja auch vollkommen egal. So, dann darf hier jeder mal aus der Distanz. Sinestra lassen wir aber mal rennen. Falkos. Oh, wisst ihr was? Falkos macht hier den. Nee, Falkos macht hier gar nichts.
Falkos läuft in Richtung Ausgang. So, Johannes muss ebenfalls Gas geben. Es kann ja jederzeit noch Gegner nachkommen. Ja, wir haben genug Spawnpunkte auf der Karte. Hier hinten ist einer. Hier seitlich ist einer, hinter uns sind welche. Und da hinten ist auch schon wieder was, ihr seht's. Das heißt, wir werden ihr bis jetzt eher mal mit einer vollen Bewegung nutzen und beenden den Zug. So, jetzt macht er den Schrei. Aber der stört uns nicht, weil wir weit genug weg sind. Und hier hinten kommt einer. Doch, Falkus stand wohl drin im Bereich. Der hat sich eben hier so panikmäßig bewegt. Nun denn, Simon gebührt der letzte Schuss. Oder die letzten Schüsse. Hatte ich hier eben nicht irgendwie die Eikammer? Was passiert denn? Stirbt der jetzt nicht von allein? 29, bluten 480, alles klar. Hätten wir auch gar nicht schießen brauchen eben. So, Johannes auch. Und damit haben wir die Truppe jetzt wieder relativ kompakt zusammen. Ibis, kannst du dem hier irgendwie... das war nicht gut. Das war nicht gut. Falkos, ja, Falkos war in Panik, ne? Der hat sich hier wegbewegt. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. So, er aktiviert sich wieder. Jetzt prüfen wir aber mal, ob hier wirklich keiner in diesem Bereich steht. Oh, Ibis steht drin. Ibis steht drin. Und Ibis hat noch 7 Willenspunkte. Die Frage ist, wie viel der jetzt abzieht. Aber, na gut, vielleicht kriegen wir ihn ja auch noch. Thorsten haben wir nämlich noch. Warte mal. Laser. Ich will den hier nicht, dass der noch irgendwie zur Gefahr wird. Können wir den... So, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt die Schere kaputt gemacht und den Arm? Genau, damit hat er nichts mehr. Gut. Und dann schießen wir noch hier drauf. Oh, der zeigt uns nicht so arg viel. Probieren wir es. Reicht. ...159 noch. Eventuell kriegen wir ihn. Ja. Komm. Ach, keine Munition mehr. Haben wir kostenlos nachladen. Sehr gut. Nein, nicht kostenlos nachladen. Willenspunkte war, stand bei 0. Nicht der... Okay, dann schreit er jetzt tatsächlich nochmal. Und Ibis steht drin. Das könnte... Das könnte jetzt nochmal zu einer Panik führen bei Ibis. Ja, er macht gar nichts. Weil er... Jawohl, das war's. So, einmal sprinten bitte, die Herren.
Also nicht den Perk, sondern einfach Vollgas geben. So, Sandrina. Also Sandrina hervorragend die Truppe hier rausgeführt. Oder durchgeführt. Bis auf den kurzen Schreckmoment mit der Gedankenkontrolle bei Sinestra war das ziemlich gut. Nächster Kill, das Ding ist auch weg. Ja, komm. Wir bewegen uns. Wenn er was will, soll er kommen. Er hat ja nichts mehr zum Kämpfen. Seine Kampffähigkeiten sind weg. So, ja. Hier haben wir noch ein Giftei kaputt gemacht. Und dann müssten wir in der nächsten Runde eigentlich schon in der Lage sein, hier rauszugehen. Oh, da oben ist nochmal ein Schläger mit einem Overwatch, aber das ist eine Pumpgun, oder was der hat? Ich glaube ja, das sollte auf die Entfernung eigentlich... Er stellt nur noch Schild auf, okay. Oder ist das eine Pumpgun? Ja. So, Sandrina, jetzt machen wir am Schluss nochmal den Wutrausch. Weil wir jetzt bei allen die Geschwindigkeit erhöhen und dann kommen wir hier hinten ganz... locker raus. Sprinting. Alle weg. Ja gut, nicht doch. Doch, auch ihr bis. Außer Sandrina selbst. Die kommt nicht raus. Aber das ist kein Problem. Na, doch. Oh, guck mal, Sinestra. Das letzte Feld da hinten, das erreicht sie. So, aber da hinten stehen wir so sicher, dass ihr nichts passieren kann. Wir könnten mit Falkos ja jetzt auch eigentlich einmal schießen, ne? Schade. Hat nicht geklappt. Gut. Zug beenden. Kommt er wahrscheinlich mal noch einen Tacken näher, aber er kommt nicht in Schussreichweite mit der Pumpgun. Und der andere hat ja eh keine Bewaffnung mehr, von daher war's das. Evakuieren. Evakuieren. Und als letzter verlässt Johannes den Bau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Ein Stufenaufstieg, damit bin ich nicht ganz zufrieden. Da hätte ich mir jetzt bei den Rookies ein bisschen mehr gewünscht. Sinestra fast auf in Richtung Stufe 3. Das sieht gut aus beim nächsten Mal. Irbis in Richtung Stufe 5. Johannes hat jetzt zumindest den absoluten Rookie-Status verlassen. Sehr gut. Also wenigstens ein Stufenaufstieg. Immerhin. Zurück zum Geoscape. So, der Bau ist zerstört. Wir kriegen überall ja, 7, 6 und 8 Punkte obendrauf. Wir haben Magazin, Nergals, Zorn und... Hä? Ich hatte doch... Hatte ich nicht dieses Mutagen... Oder dieses Mutagen-Pack habe ich doch eingepackt, oder? Bin ich blöd? Hab ich es liegen lassen?
Nee, Leute, ich bin ziemlich sicher, dass ich es eingepackt habe. Da muss ich jetzt mal zwischen den Videos schauen, ob sich hier was getan hat. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das erste war, was ich rübergezogen habe ins Inventar. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verklickt. Ihr, falls ich mich verklickt habe, habt ihr mir es längst in die Kommentare geschrieben. Naja, wir werden es sehen. Also, an dieser Stelle machen wir morgen weiter. Nordamerika ist eines Pandora-Baus ärmer. Nicht schade drum. Und jetzt müssen wir gucken, die Beförderung machen wir noch. Johannes, wir brauchen hier auf jeden Fall auch mal eine ordentliche Rüstung noch. Ne? Das müssen wir eben auf jeden Fall kaufen. Er bekommt den Sprint und er bekommt Geschwindigkeit einmal. Und dann gehen wir durchaus mal hier in die Produktion. Jedes Mal, wenn man das erste Mal reingeht, funktioniert der Filter nicht. Beim zweiten Mal dann schon. Rüstung. Einmal. Oh, wir sind knapp. Wir sind echt. Nee, ist nicht der richtige Zeitpunkt, um das jetzt zu kaufen. Wir fliegen mit den Jungs jetzt nach Alaska, denn dort wartet, glaube ich, Lotferum schon eine Weile. Der freut sich über Besuch und kann dann auch mal wieder eingeladen werden. Der muss nämlich auch mal wieder eine Mission spielen. In diesem Sinne, wir gucken mal hier auf die Diplomatie. 61, 85, 89. Sieht doch sehr, sehr gut aus. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Strukturen. Hier unten eben nochmal einen Bau. Und hier oben eine Zitadelle. Die haben wir bisher noch gar nicht gespielt. Da bin ich gespannt drauf. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschö, tschö.